support pussy. You want pussy like this. Spider-Porno, habt ihr das gehört? Ein Schmankerl in meiner Sammlung ist hier das Spider-Crew-Worker. Ein Original aus dem ersten Lauf bei Spider-Crew von 1981. Ich blende mal zwischendurch so ein paar Fotos ein, die ich irgendwo aus dem Internet gekrabbelt habe. Das hier ist also tatsächlich eins der allerersten Spider-Crews, die es jemals auf der Welt gab. Stahl ist der Jin Bon Stahl, ein Stahl von Hitachi. Und ist eigentlich so ein typischer Japan-Stahl, der benutzt wird, um zum Beispiel so Küchenmesser herzustellen, zumindest in Japan. Man muss sich vorstellen, 1976 hat Sal Glasser die Firma Spider-Co. Gegründet. Wie gesagt, ich blende zwischendurch mal ein paar Fotos ein. Und fuhr zuerst mit einem alten Liefertruck durch die USA mit seiner Frau und hat da ein Messer geschärft. Dann haben sie irgendwann mal und haben auch in diesem Truck gewohnt. Foto müsste jetzt schon hier schon eingeblendet worden sein. Die haben also in diesem Truck gewohnt. Und stellten dann auch, ich glaube, eins der ersten Produkte war einer dieser Triangle Sharp Maker in der ersten Version da. Her. Und 1981 war es dann soweit. Da kam dann die Blade Show. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo die war. Falls es jemand weiß, kann das reinschreiben. Und da haben sie dieses Messer vorgestellt. Ganz Stahlmesser. Das erste Mal, dass ein Messer einhändig zu öffnen war, hier durch das Daumenloch. Worauf Spider-Co. viele Jahre ein Patent laufen hatte. Wir sehen hier noch, also es ist wirklich schon steinalt, 81. Jetzt haben wir 2018, also es ist 37 Jahre alt, ein 37 Jahre altes Messer und das reiht sich jetzt in meine Sammlung der historischen Messer, zum Beispiel mit diesem Mayako Strut & Cut. Dem ersten Assist Opening Knife Paragraph 42 A-konform. Das hier ist es zum Beispiel nicht. So, wir sehen hier 1, 2, 3, 4, 5 Pins. Das hier ist auch der Achs-Pin praktisch. Es gibt auch Modelle. Zum Beispiel hat der Cutlery Lover mal ein Video vorgestellt, seine Version. Da gab es hier ein Lanyard-Loch. Also, das hier ist ein ganz, ganz frühes Modell. Da hat dann auch Spider-Co. damals so spezielle Applikationen hier drauf geprägt. Ja, wir sehen hier, es ist schon reichlich in Benutzung gewesen von meinem Vorbesitzer. Dessen Vater ist gestorben und er hat also seine Sammlung verkauft. Und ich war einer der Glücklichen, der dieses Messer haben durfte. Hier sehen wir, ich denke, es ist eine Prägung, die hat Spider-Co. damals noch selber angebracht. Zumindest sagt das ein Junior des verstorbenen Besitzers. Und
hier ist es. Also ein historisches Messer, auf jeden Fall. Ja. Historisch nicht nur wegen der Einhandöffnung, sondern wegen des Pocket Clips. Ja. Und wir haben hier einen Swatch. Wenn man jetzt, wenn jetzt jemand fragt, mit welchem Messer das vergleichbar wäre, ich würde sagen ein Delica. Ja. Spyderco Delica habe ich jetzt im Augenblick verliehen, aber von der Klingenlänge her wäre es dann auch ein bisschen vergleichbar mit dem Para 3. Ja. Was muss man dazu sagen? Die Paras sind relativ leicht zu flicken. Ja, das liegt aber auch am Verschluss. Bei dem hier habe ich es noch gar nicht versucht. Die Daumenöffnung ist, wie man sieht, eine ganze Ecke geringer als bei den neuen Modellen. Mal gucken, ob ich es hinkriege. Naja. Die haben sie damals geworben. Opens in 4 seconds. Okay. Ja, da ist es. Also wir haben hier auch einen Flachschliff. Ist kein Hohlschliff, also ein Flachschliff, der geht so ab etwa der Hälfte der Klinge los. Wir haben hier einen Swatch. Eine gute Spitze. Der Swatch ist fast schon scharf. Also man könnte den zur Not auch scharf kriegen. Backlock. Pocket Clip ist nicht umsetzbar. Der ist rechts tip down. Ja. Aber es war halt eine Innovation zu der Zeit. Und dann auch noch die Innovation mit dem Daumenloch. Leute haben damals geschimpft auf der Blade Show. Das ist so hässlich, das Messer. Und ich würde jetzt nicht sagen, es ist hässlich, es ist ungewöhnlich. Ja? Hier sind sehr viele Designs dran, die damals halt einfach keiner kannte, vielleicht auch keiner wollte. Aber Sal Glasser war halt seinerzeit weit, weit voraus. Und wir sehen auch heute noch, Klingenstand ist perfekt mittig. Aber das lässt das Messer auch eigentlich anders zu. Passt perfekt da hinein. Wir sehen hier, damals wurde da noch nicht so drauf geachtet, auf, ja, dass es hier poliert ist. Ne? Wir sehen aber auch, dass der Griff auf der Seite, wo der Pocket Clip ist, dicker ist als auf der Seite, wo der Pocket Clip nicht ist. Wollen wir mal messen. So, wiegen tut das Messer glatte 90 Gramm. Sollte man schon noch anmachen. Ich glaube, meine Batterie ist alle. Das tut mir leid. Griffstärke sind wir 6,45. Dem äußeren Liner sind wir bei, oder dem äußeren Teil, da wo der Clip ist, sind wir bei 2,07 mm. An der Stelle sind wir bei 0,95. Und an der dicksten Stelle ist die Klinge 2,99 bis 3 mm und hier unten direkt an der Phase bei 1,14 mm. Gesamtlänge 16,5 und Klingenlänge, na, machen wir den Querschnitt, sind wir bei 6,4, je nachdem. So, also ein historisches Messer. Boah, ich stehe total drauf. Ich habe mir aber auch das Sprint Run Modell geholt. Ich finde es ganz wichtig, dass man, also ich sagte ja auch schon mal in einem der Videos zu den Ottermessern, dass es wichtig ist, dass man die Vergangenheit begreift und versteht, um halt die Zukunft planen zu können. Und wenn man sieht, dass Sal Glasser mit so einem Messer praktisch die Messerwelt revolutioniert hat, früher gab es halt nur Messer mit einem Nagelhau und ohne Clip, dann wissen wir, wem wir die modernen Messer zu verdanken haben. Ja?
Das hier auch. Und dann bin ich froh, wenn ich mal so ein Schätzchen habe. Oder zum Beispiel wie das Strut & Cut, das erste Assist Opening Messer. Ich versuche mal so eine kleine Sammlung aufzubauen über ja praktisch historische Messer, die die Messerwelt revolutioniert haben. So, kleines Review über das Worker. Erstanden bei eBay. Hat Klingenspiel. Ob ich das jetzt beheben möchte, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es nach dem Review auf Reisen geht. Zum Beispiel zum Robert Craven oder zum Schnorris. Der weiß noch nichts von seinem Glück. Ich habe noch andere Messer, die mit auf Reisen gehen. Zum Beispiel das Spyderco, Spideycard und so weiter. Das ist ein Messer. Ich finde, man, wenn man die kriegen kann, soll man die sich ruhig leisten. Weil das sind halt Schätzchen, die sind historisch. Auch wenn es erst 37 Jahre her ist. Trotzdem, schönes Teil. Ich bin froh, dass ich es mir geholt habe. Hat mich ein kleines Stänkchen Geld gekostet, aber ist mir egal. Kleines Stänkchen. Ja? Ist heute aus Amerika gekommen und ich konnte es kaum abwarten. Am liebsten hätte ich es gleich angeboxt, aber ein Review über das Messer. Ich glaube, ich würde es auch gar nicht benutzen. Auch wenn es vielleicht dafür gemacht wurde, ja. Schärfe ist. Naja, da müsste man dran arbeiten. Ich könnte jetzt mein. Aber nee, das lasse ich. Christoph, wenn du das Video siehst, also Schnorris, Schnurrbart, Le Moustache, kannst du es gerne mal machen, wenn du magst. Gin One Stahl ist ja nicht so schwer nachzuschärfen, aber. Ja, und wenn jetzt jemand fragt, mit wem man das noch vergleichen könnte, von der Größe her, zum Beispiel hier das Cold Steel Khan. Ja? Ich denke, ohne Spyderco hätte es das Cold Steel Khan so niemals gegeben. Irgendwelche Ähnlichkeiten, irgendwie, vielleicht, eventuell, möglicherweise. Na gut, das war's. Ich sage danke fürs Zuschauen und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, das Messer oder das Review hat euch gefallen. Ja, macht's gut, bis zum nächsten Video. Tschüss, hör ab und schwenkt die Kapp. Was ist denn los? Tschüss, mein Dude, schwenkt du, tschüss, hör ab und schwenkt die Kapp. Mein Gott.